Hallo, mein Name ist Florian Feeth. Ich bin kurz vor der Wende in Nordhausen geboren, aber in Göttingen aufgewachsen. Zur Fotografie bin ich zum einen über meine Großeltern gekommen, weil meine Großmutter Chemielaborantin war und das Know-how drauf hatte, entwickeln, und mein Großvater zum anderen, ja, mir die einzelnen Parameter so näher bringen konnte. Und der andere Trigger war ein guter Freund, der auf einmal einen Apparat mitgebracht hat, der andere Bilder gemacht hat und dadurch, ja, das Interesse neu geweckt wurde. Und mit dieser Interesse habe ich dann auch versucht, mein Alltagsleben und meinen Sport zu dokumentieren. Vor meinem Studium an der Folkwang habe ich in Halle an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein auch Fotografie studiert im Master, und davor habe ich ein Architekturstudium in Darmstadt abgeschlossen. Nach meinem Studium möchte ich zum einen in die Selbstständigkeit gehen mit der Architekturfotografie, was ich so als Fusion aus meinen beiden Studien sehe. Und zum anderen möchte ich natürlich mir auch Freiräume schaffen, um persönliche Arbeiten zu entwickeln. Der Titel meiner Arbeit heißt oder ist Einheitsbrei und ist im ersten Teil des Titels auch schon ein Hinweis, dass es hier um die Wiedervereinigung von Deutschland geht. Das ist ein Thema, um das ich mich immer wieder kreise und versuche, aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Hier in dieser Arbeit geht es um die Vereinheitlichung deutscher Innenstädte. Für diese Architekturaufnahmen habe ich ganz klassisch eine Fachkamera benutzt. Die Fotografie habe ich deshalb gewählt, weil sie mir für die Verhandlung von diesem Thema als ja, ideal vorkommt. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, einen zweiten Blick auf Situationen zu werfen und vielleicht auch im Moment des Betrachtens andere Details nochmal wahrzunehmen. Also der Blick in Fußgängerzonen, wie wir das hier sehen, ist ja meistens davon geprägt, ins, ja, Erdgeschoss reinzuschauen. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, mal nach oben zu schauen und zu schauen, wie verändern sich oder entwickeln sich Fassaden und was bedeutet das eigentlich für unseren Stadtraum? Die Beweggründe für diese Arbeit ist ja die stetige Auseinandersetzung mit der Wiedervereinigung, da das für mich ein Thema ist, was ja, interessant zum einen durch meine Biografie ist, und zum anderen sehe ich da ein Trauma, was noch nicht verhandelt wird. Die Vision für meine Arbeit soll eigentlich den Dialog öffnen, was einmal hier im Stadtraum passiert und zum anderen aber auch, wo wir gerade in der Wiedervereinigung stehen. Das Anliegen ist eigentlich der Dialog zwischen, ja, den verschiedenen Akteuren. Die Präsentation des Zwischenstandes ist zum einen natürlich die Möglichkeit herauszufinden, ob die Arbeit wirkt, sich damit auseinanderzusetzen, ob die Präsentationsform die geeignete Wahl ist. Und zum anderen ist es natürlich auch ein großer Spaß, mit den Kommilitonen in sowas auf die Beine zu stellen.